Oh, das ist doch krank. Und die ist immer noch nicht tot. Oh, nee. Ganz ehrlich, wer schaut sich sowas an? Guck hin. Oh. Leute, willkommen an Bord für eine neue Watch Party. Endlich, endlich, endlich geht die Halloween-Saison los. Mann! Das ist der Startschuss. Es wird heute blutig, es wird schockierend. Und ich werde mit einem Ruhepuls die ganze Show genießen. Ich bin immer derjenige, der zu spät kommt, weil er immer noch auf den DVD-Player anmachen muss. Wolltest du jetzt noch was sagen? Ich bin ein bisschen verwundert immer noch, dass ich nicht der war, der diesen Film ausgewählt hat. Ihr beide habt den ersten gar nicht gesehen, ne? Nee. Aber ich war total heiß drauf. Als ich bei Sebastian und bei Yves damals gesehen habe, dass sie den Film so abfeiern, war ich total heiß drauf, weil da besonders viel Blut fließen wird. Und ich mag das, wenn viel Blut fließt. So, ich bin, freut mich. Psycho. Ich bin ein Psycho. Ich bin schockiert, dass es sowas überhaupt zu sehen gibt. Ehrlich, also, was muss man denn vom ersten Teil wissen? Gar nichts. Gar nichts. Der bringt Leute um. Oh, der hat nur ein Auge. Oh, wann ist denn der endlich tot? Dauert das so lange? Ich habe mal gelesen, wenn du jemanden erwürgst, das dauert ja irgendwie über 10 Minuten. Bis echt? Tot ist, ja. So viel Kraft hätte ich gar nicht. Oh. Oh, wieso macht man sowas? Nee, ehrlich. Oh, was soll denn das? Ich sag euch jetzt schon mal, schaltet unbedingt auch das Urteil ein am Sonntag, weil ich glaube, da wird es viele Diskussionen geben. Jetzt klaut er ihm das Auge oder was? Ja. Ich habe diese Bilder erst alle wieder verloren, ne? Es hat lang genug gebraucht. Oh. Ey, das ist doch das. Ich finde das geil, dass halt bei dem Film. Du denkst immer, die Szene ist vorbei und dann passiert noch irgendwas. Ich weiß auch noch beim ersten. Guck dir das mal. Ich weiß, eine andere angucken die ganze Zeit. Warum macht der das? Na, er ist halt ein Killer-Clown. Weil ein künstlerischer Killer-Clown. Du weißt gar nicht, worauf du dich einlässt, ne? Nee. Du hast doch Hüte, André. Ja. Wie findest du seinen Hut aber? Der ist ganz niedlich. Kann der reden? Ach, der redet nicht. Ah, das ist der perfekte Film für mich. Wie so ein Bilderbuch. Boah, die Kleine, Alter. Die fand ich auch so furchtbar. Gibt es da einen Sinn, den man verstehen muss? Nee, ne? Er hat einen Leberfleck auf der Nase. Ja, es geht um den Bürgerkrieg 1974 eigentlich. Das oh, da bin ich überhaupt nicht drin. Das ist spannend. Oh, überleg mal, wenn du da so einen Hautfletzen hast. Schrecklich ist das. Schrecklich. Schrecklich hoch 2. Was ist unsere Hauptfigur? Sarah. Was ist denn der so Standardname? Aber schon trashmäßig, ne? Also die Leute gehen ins Kino und feiern das ab und lachen dann darüber, wenn da Leute abgeschlachtet werden. Genau. Für die Großschweine. Mir ist schon tatsächlich ein bisschen übel geworden gerade. Ja? Mhm. Oh, dann warte mal. Wird es noch schlimmer? Das war nur der Anfang. Was kann denn noch schlimmer werden? Also es gibt eine Szene, die noch kommt, die ist auf jeden Fall... Aber habt ihr so Clownphobie? Nö. Fand Clowns immer scheiße. Ja, die sind ich da... Ich glaub dir das. Ja, also, haben so einen blöden Hut auf, eine blöde Nase, schminken sich irgendwie hier so rote Punkte. Was guckt ihr sich dann für kranke Scheiße da an? Ja, du guckst dir auch sowas an. Oh, die hast ja auch... Gesinge in Film. Also, das ist für mich auch schon Horror. Ich war mit André Wonka gucken. Das ist so geil, weil wenn ein Song angefangen hat, dann wusste, glaube ich, nicht, dass Musik ist. Ja, das oh, guck mal, Bonche. Geil. Rein damit. Was kriegt er jetzt? Ja, rein. Tja, so schnell ist die Stimmung hin. Der hat doch die Klappe. Natürlich, dass man ihn... Ja, nee, aber der macht... Wenn ich mich rausschleiche, bin ich ruhig und ich... Oh, ein Bullshit.
Ist auch ein bisschen Quatsch, der Film. Meine Schwester hat auch mal ihr Zimmer abgefackelt. Wegen Kerzen. Echt? Oh nein. Davor die Angst. Ich, ich habe öfter mal meine Pizza im Backofen verbrennen lassen. Schön nachts nach Hause, schön Pizza rein, morgens 10 Uhr. Ups. Echt so lange? Ja, ja, die war schon ein bisschen. Nee, du, ging ja. Nee, ist verbrannt. Aber kommt ja kein Sauerstoff ran, deswegen brennt das nicht. Kugelt nur ein bisschen. Dann hat meine Mutti mir die aufs Bett geschmissen. Hier, deine Pizza. Ja, ich hab's Ärger. Als ob jemand neben dir Nachos isst im Kino. Ach, du laberst ja auch beim Film. Ich laber auch beim Film. Ich will mal in die Decke gehen. Komm, von was es für ein Film ist. Was hat er da jetzt gemacht? Wenn das ein guter Film ist, habe ich auch die Klappe. Aber manchmal erschließt mich halt, erschließt sich vielleicht viel nicht für mich. Deswegen muss ich nachfragen. Und wenn es unlogisch ist. Aber ich bin allgemein etwas entspannter. Ich glaube, wenn ich den dritten angucke, ist es nochmal viel schlimmer für mich. Aber ich fühle mich mal sicher. Ja, aber jetzt weiß ich ja auch, was passiert. Weil ich weiß, es ist auch noch hell. Ich sitze so kurz nicht alleine. Schon allein, wenn ich den sehen würde, ey, ich würde doch schreien, Alter. Ja, es macht den auch so gruselig, dass man weiß, wie brutal er dann wirklich ist. Ich finde es halt, das finde ich halt echt ein bisschen wahr, dass der einfach, was ist sein Antrieb? Der ist einfach nur ein perverses Dreckschwein. Again, man sieht ja doch voll die blutigen Finger. Aber macht das schon gut hier mit seinen. Oh. Ja, jetzt will ich aber auch sehen, was mit ihm passiert. Ja. Keine Sorge, du wirst es immer sehen. Oh. Wolltest du es? Und er geht immer wieder zurück. Ja. So, es ist doch okay, wir haben es jetzt verstanden, er ist tot. Die machen alle immer sehr viele Gestiken. Ich bin jetzt echt sauer. Ja. What's going on? Aber nee, klappst du mit dir, du Bastard. Aber so sind Muddys. Ist das für die Verstorbenen? Ja. Na, steht ja alles voll, ich hab noch ein paar Kerzen. Das kommt doch jetzt schon, oder nicht? Vor allem, wenn ich so die ganze Zeit so die creepy Erfahrungen den ganzen Tag habe, denke ich mir noch nicht, jo, abends gehen auf Feier, let's party. Wo wirst du denn hingehen? Malotze. Boah, erst mal Malotze. Ich würde eher noch sagen, dass ein paar Leute zu mir kommen. Ja, ist auch schön genügend hautfrei, damit sie leicht abgestochen werden kann. Ja, die muss erst noch mal an Mutti vorbei. Oh. Das finde ich auch ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Das geht jetzt aus 15 Minuten oder so, ne? Ja, das ist echt. Hübsche Augen hat sie. Das denke ich auch mal. Ich würde doch nie, wenn ich was höre, sage ich doch nicht, oh, gerade eben war irgendein creepy Dude vor meiner Haustür. Schauen wir mal, was dieses Geräusch ist. Nein, Mann. Molly. Nee. Das Schöne mit Augen, ne? Augen finde ich auch mal. Oh, warum? Warum? So warum? Und die ist immer noch nicht tot. Oh, das ist doch krank. Oh, Leute, das ist doch. Oh! Nee. Ganz ehrlich, wer schaut sich sowas an? Guck hin. Nee. Also. Oh. Was ist das? Oh. Jetzt denkt man, es ist vorbei, ne? Warum lebt die denn immer noch? Ich weiß nicht. Das geht auch gar nicht. Wir haben auch so. Was ist das? Essig? Chlor? Chlor? Oh, das stinkt auch so. Und brennt. Und brennt. Und Salz. Man denkt, jetzt ist vorbei, ne?
bin schockiert, dass es sowas überhaupt zu sehen gibt. Ehrlich, also. Der Funfact war, dass ich gelesen habe, es gibt eine Jack the Ripper-Leiche und die haben versucht, anhand der Leiche nachzufinden, was passiert sein muss, und das ist der Kill. Hast du das nicht gerade gemacht? Ja, aber andere haben nicht zugehört. Ach so, wie? Das ist real? Na, lebt sie noch? Das ist krass, oder? Das, oh Mann, das ist pervers. Wirklich, ich schwöre. Nee, das ist wirklich, das ist krank, ist das. Das ist. Besser? Aber was findet ihr sonst so? Was sind so eure Lieblings-Slasher-Filme, Andi? Brauche ich nicht. Nee, das ist krank, echt. Also. Das ist voll raus. Ich komme jetzt echt gar nicht mehr klar. Das ist also, ich habe sie die ganze Zeit irgendwie hier halb gebisst raus und er sagt, Mami, das habe ich die ganze Zeit jetzt im Kopf. Ja. Oh Mann, jetzt habe ich richtig schlechtes Gewissen. Was? Wie kommt man auf sowas? Also das war ehrlich. Dein Lieblingsspielzeug vorher? Warum wird sowas nicht verboten? Das verstehe ich nicht. Ehrlich, also. Das bin ich heute Abend. Ist das die ungekürzte oder unzensierte? Oder ich verstehe nicht. Also, das, sowas kann man so kaufen. Das lief so im Kino. Ja, aber bei dem Teil 3 gehen wir auch zusammen ins Kino, oder? Nee. Machen wir ein Special Screening. Mit euch! Und dann hört ihr mich richtig schreien. Er hatte Spaß bis dahin und jetzt ist vorbei. Nee, das ist wirklich krank. Ich kann, also, das ist doch. Man sollte Leute wieso, wegsperren, die ja, das wieso guckt man sowas? Also. Naja, ist halt. Aber es gibt verschiedene Gründe. War nee, das nein, oder das. War das der nein, das. What? What? What the hell? Grundsatzdiskussion. Ja. Ich finde das schlimm. Schreibt also uns das wirklich. In die nee, also alles. Das wird ja immer nur noch härter, immer noch doller. Wie soll man das noch toppen? Ja, aber das haben auch Leute. Das haben Leute schon in den 60ern gesagt oder damals bei Psycho, als der rauskam. Ja, aber guck dir mal Psycho an. Ja. Ja, das geht aber ja noch. Guck mal in den 70ern, was da rauskam. Ja, aber das geht ja jetzt noch. Es war nicht so schlimm wie das. Ja, damals bei Cannibal Holocaust haben sie echte Tiere dann getötet vor der Kamera und sowas. Habe ich nicht gesehen. Ja. Ist auch krank. Und das war in den 70ern, also. Stirbt die auch noch? Die das Bitch? Ja, sie stirbt. Wow. Vorher hast du noch gelacht? Nee, das ist. Jetzt haben die ja keine Mutter mehr. Oh mein. Ja, überleg mal. Es sei denn, sie wacht auf und es war alles nur ein Traum. Das wär's. Ach. Du hast es am Anfang ist sie ja schon mal eingeschlafen. Und du warst da. Kennst du dann die Brutalität wieder? Ja. Okay? Echt? Der willst du mir verkraften. Oh, was ist da jetzt drin? Herz, eine Brust, eine Hand, ein Fuß. Oh, es gibt Reis. Lecker. Oh, hör auf. Spritzt du das da jetzt rein? Jesus Christ. Ach, guck mal, vielleicht ist der Clown ja eigentlich nur einsam und will. Er will einsam bleiben, sonst würde er die Menschen nicht töten. Weil du krank bist, wenn du sowas guckst. Ich glaube, du lässt so da was rauf und dann ist alles besser. Ja, aber es ist krank. Also warum hat man sowas überhaupt? Jeder Mensch hat so. Nee, ist nicht jeder. Guckst du True Crime? Ganz ja, viel. Aber es ist was anderes. Nee, das ist Fake und du guckst reale Sachen. Ja, aber das ist ja, wo die Gerechtigkeit siegt. Und die naja, dass die zumindest verknackt werden, die Leute, ja, die was gemacht Fällen, haben. Ja, auf jeden Fall, die du hörst. Aber wie war es, die Dunkelziffer? Weiß ich nicht. Haben sie aber auch mal. Zwei. Haben sie bei Medical Detectives nicht. Und das ist doch viel eigentlich moralisch viel verwerflicher. Die machen echt. Naja, ne? Bei True Crime wird sowas nicht so drastisch dargestellt. Genau, da, ja. True Crime macht echte Tragödien, presst die in Unterhaltungsform. Ja. So, und das ist halt einfach, okay. Ich finde ehrlich gesagt, beides ist nicht ganz sauber. Obwohl es eigentlich ja. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Aber ich habe keine Ahnung, worüber die reden. Ich mache eigentlich nur die Technik hier. Und habe keine Ahnung für einen Film. Echt? Aber ich finde gerade das. Also ja, sie ist da. Hat nicht viel an, aber ich finde. Schon gar nicht von so einem Scheiß. Jawohl. Wickst der oder pisst er dahin? Nee, da braucht er doch gar nicht. Es sah aus, aber sich da. Erstmal schön einen. Oh, jetzt haut er irgendwie. Stimmt irgendwas, wo man mitfühlt. Ah! Oh! Oh, ist der denn? Warten, wieso machen die das? Das ist doch krank.
für euch anzurufen? Ja. Oh! Warum ist der denn auch so schnell da? Keine Abkürzung. Oh. Echt so krass gemacht, ne? Das finde ich halt schon, das ist mir das. Ja, nee, das muss nicht sein. Ja. Ich kann alles gucken, aber ich kann absolut nichts spielen, was Horror-Sachen angeht. Hm, stimmt, das ist mir wahr. Ja. Ich kann gar nicht verstehen, das würde mir ja genau andersrum gehen. Dead Space habe ich nach 5 Minuten ausgemacht, aber zu viel. Warum lässt er denn nicht mal irgendjemanden leben? Oh, wann ist denn endlich vorbei? Das meine ich halt, ne? Der geht viel zu lang. Ja, ja. Verstehe ich nicht. Er ist halt unsterblich. Warum? Das böse Stücken. Da geht jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden. Was? Nee. Das war der größte Jumpscare gerade. Da geht's dann direkt in die Hölle. Einmal abwärts. Was sieht die denn da? Werner, 3. Nix sieht die. Werner, 6. Das wäre dann wirklich. Ich bin wieder da. Olli, ich bin zurück. Ja, wir haben's verstanden. Make it stop! Wahrscheinlich irgendwie diese Traumwelt und er kommt aus dieser Welt. Ich finde schön, dass du da noch einen Sinn damit hast. Ja, jetzt kackt er endlich ab. So, dann ist auch mal vorbei irgendwann. Nee, willst du dann den ersten auch nochmal? Nee. Moin. Oh, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Das, sowas finde ich immer, ja, sowas finde ich richtig kacke. Aber extra falsch. Sie ist jetzt Aquawoman. Ist jetzt endlich vorbei. Hallo. Eigentlich findest du den gut. Ja. Du willst hier nur so tun, als ob du moralisch drüber stehst. Hm. Zu Hause gibt er sich gesehen. Nee. Hey, guck mal, macht das schon hier. Versteckt er schon was? Nee. Was macht die da? Das ist eine anatomisch korrekte Geburt. Was ist sie denn da? Oder leckt sie denn da ihr Kind oder was? Was sind das denn da für Verhältnisse? Ja, hast du auch von draußen gesehen, du Dödel. Hä? So geht's euch gut? Nee, war richtig scheiße. Wirklich, also, das muss man nicht haben im Leben. Wirklich, also. Aber du hattest doch Spaß? Ich hatte gar keinen Spaß. Gar keinen Spaß. Am Anfang? Nee. Da hattest du echt viel Spaß. Nee. Da hast du schon gelacht. Okay, jetzt Schnitt eine Szene rein, andere am Anfang. Fuck. <Okay. lacht> Ich liebe diesen Film. Nee. Kranke Scheiße, wirklich. Ich glaube, ich würde auch von so Menschen Abstand nehmen, die sagen, ich feiere sowas. Ja, also da ist irgendwas nicht ganz koscher. Nee, ja, dann seid ihr bald. Sebastian feiert auch sowas. Ja, da ist irgendwas nicht ganz koscher. So Leute, das war der Startschuss für die Halloween-Saison. Es werden noch ganz viele Horrorsachen folgen. Ich freue mich extrem darauf. Ich entschuldige mich auch offiziell bei André, dass er sich das angucken musste. Und schreibt es mal in die Kommentare, wie steht ihr zu Terrifier? Findet ihr den auch so schlimm? Und schaltet dann auf jeden Fall, weil wir, ich glaube, viel zu diskutieren haben, am Sonntag beim Urteil ein. Und bis dahin sehen wir uns. Guten Tag.